Löwenzahn zum Hören. Heute werde ich Astronaut. Peter sitzt vor seinem Bauwagen und genießt den wundervollen Sommerabend. Wie er so in den Himmel blickt, fällt ihm auf, dass die Sicht heute besonders gut ist. Die Sterne sind ganz deutlich zu sehen. Wirklich ein traumhafter Abend heute. Die Sterne sind ganz klar und deutlich zu sehen. Da, einer, der leuchtet am stärksten. Das muss der Abendstern sein. Oder der Morgenstern. Ja, das ist die Venus. Ein Planet. Der erscheint meist als erster und geht als letzter, weil er immer in der Nähe der Sonne ist. Habt ihr schon einmal den Himmel beobachtet, wenn es Nacht wird? Wenn der Tag geht und die Nacht kommt? Meist sieht man da diesen einen Stern als erstes. Ja, die Venus. Jetzt ist es schon dunkler. Und es kommt mir vor, als ob ich das ganze Weltall sehen könnte. Weltall, ja. Wie ist das? Wie ist das eigentlich entstanden? Ja, Wissenschaftler nehmen an, dass es vor ca. 20 Milliarden Jahren einen großen, mächtigen Urknall gab. Naja, wie es sich wirklich angehört hat, das weiß man nicht. Es gab ja damals noch keine Ohren. Es gab noch gar nichts. Außer ganz winzigen Elementarteilchen. Und es gab eine unglaubliche Energie. Und zusammen bildeten sie den Weltraum. Circa 1 Million Jahre später haben sich dann wahrscheinlich Gase gebildet, Wasserstoffgase. Die verdichteten sich dann während weiterer Millionen von Jahren zu riesigen wolkenartigen Gebilden. Und nach weiteren Milliarden von Jahren entstanden aus den Gasteilchen Galaxien. Innerhalb dieser Milchstraßen zog sich das Gas dann weiter zusammen zu großen glühenden Gaskugeln, zu Sternen. Ja, da ist eine unglaublich lange Zeit vergangen, bis das alles entstanden ist. So viel Zeit, dass ich es mir gar nicht vorstellen kann. Eine solche Galaxie ist das Milchstraßensystem. Zudem zählen sehr viele selbstleuchtende Sterne, Fixsterne und Planeten. Und einer dieser Sterne ist die Sonne mit ihren 9 Planeten. Und zu den 9 Planeten gehört wiederum unsere Erde mit dem Mond als Satelliten. Ist doch spannend, ne? Wo fängt es denn nun eigentlich an, das Weltall, von uns aus gesehen? Naja, das ist schwer zu sagen. Erstmal ist die Erde von einer Lufthülle umgeben. Die nennt man die Atmosphäre. Die liefert uns Menschen den Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen. Und die Atmosphäre schützt uns tagsüber vor der Strahlung der Sonne, nachts vor der Kälte. Je weiter man sich jetzt von der Erde wegbewegt, umso dünner wird die Luft. Für den Menschen wird es dann bald unmöglich zu atmen und unmöglich zu überleben. Tja, und dann fängt so langsam der Weltraum an. Aber es gibt da keine Mauer oder Schranke, nach der sich abrupt alles verändert. Nö, der Übergang zum Weltraum ist fließend. 1000 Kilometer von hier entfernt, so ungefähr, kann man sagen, hier ist der Weltraum. Noch weit davor, wenige 100 Kilometer von der Erde entfernt, kreisen aber schon die meisten Satelliten und manchmal auch Astronauten um die Erde. Wenn wir nachts nach oben blicken, können wir mit etwas Glück Zehntausende von Sternen sehen. Und das helle Band, das sich über den Himmel zieht, das ist die Milchstraße, unsere Galaxis. Man kann übrigens den Himmel am besten auf dem Land in Hochlagen beobachten. Wichtig ist, dass ihr draußen steht, also den Himmel nicht durch ein Fenster betrachtet. Und dass euer Auge nicht von anderen Lichtquellen gestört wird. Andere Lichtquellen können zum Beispiel sein die Lichter der Städte, Fabriken, Wohngebiete oder Leuchtreklamen. Und freie Sicht sollte man natürlich auch haben. Die meisten Sterne kann man allerdings nicht sehen. Die sind zu weit weg. Dabei gibt es noch Milliarden und Milliarden und dazwischen unendlich viel leere Räume. Erforscht haben wir ja bisher nur unser eigenes Sonnensystem. Und an dieser Forschung im Weltraum sind alle Länder der Erde beteiligt. Aber nur wenige sind in der Lage, Raumfahrzeuge ins Weltall zu schicken. Für die meisten Staaten beschränkt sich ihre Arbeit auf die Entwicklung von Technologien und den Bau der Raketen. Nur ein paar Länder beteiligen sich auch an der Arbeit, indem sie das Weltall beobachten. Sie überwachen, was passiert. Ach, wenn ihr auch die Sterne durch mein Fernrohr sehen könntet.
Aber um den Himmel zu beobachten, braucht ihr am Anfang gar kein Fernrohr. Eure Augen sind das beste Instrument, sich mit dem Himmel und seinen Sternbildern vertraut zu machen. Vielleicht habt ihr ein Fernglas. Damit kann man den Mond und den Himmel auch sehr gut beobachten. Und noch ein kleiner Trick. Du solltest dir den Himmel einmal durch eine leere Toilettenrolle betrachten. Ja, du kneifst einfach das eine Auge zu und hältst die leere Toilettenrolle an das andere Auge. Durch die Öffnung dieser Toilettenrolle siehst du dann immer nur einen Ausschnitt vom Himmel. Und dadurch kannst du die Einzelheiten besser erkennen. Probier es mal aus. Noch länger als eine Toilettenrolle sind die Papprollen von Papiertüchern. Damit geht's noch besser. Na, viel Spaß beim Ausprobieren. Nun wollte ich dir noch ein paar Tipps geben, wie du dich zur Sternbeobachtung vorbereiten könntest. Denk dran, nachts ist es kälter als tagsüber und deshalb zieh dich warm an. Nimm dir was zum Essen mit und vor allen Dingen in einer Thermoskanne etwas Warmes zum Trinken. Je besser du ausgerüstet bist, umso mehr Spaß macht die ganze Sache. Wenn du nachts deine Position auf einer Wiese, das ist am besten, eingenommen hast, dann solltest du deinem Auge eine Eingewöhnungszeit von ungefähr einer halben Stunde geben. Dein Auge muss sich nämlich erst von hell auf dunkel umstellen. Danach kannst du viel mehr Sterne sehen. Wenn du dann in irgendwas Helles schaust, verliert dein Auge allerdings wieder diese Nachtsichtempfindlichkeit. Und wenn sowas passiert, dann musst du deinem Auge wieder einige Minuten gönnen zur Umstellung auf die Dunkelheit. Ne? Je genauer du dich danach richtest, umso besser wirst du die Himmelskörper beobachten können. Ach übrigens, warum leuchten Sterne eigentlich? Gibt's da elektrisch Licht oder brennen die irgendwie? Nun ja, da waren die Gaswolken, die sich zusammengezogen haben. Immer weiter zusammengezogen. Das ging so lange, bis sie eine Kugel wurden, eine Gaskugel. Und diese Gaskugel wurde schrecklich heiß. Warum? Naja, ihr könnt euch diese Gaskugel vorstellen wie einen Fahrradreifen, den man immer mehr und mehr aufpumpt. Der Reifen wird durch das viele Aufpumpen dann immer heißer. Ja, und so war das mit den Sternen auch. Die wurden immer heißer und irgendwann glühten sie. Tja, und dann gibt's ja noch die Sternbilder. Das sind ganz bestimmte Muster von Fixsternen. Diese Fixsterne heißen so, weil sie immer an einem Punkt stehen bleiben und nicht so rumwuseln wie die Planeten. Ich sehe den kleinen und den großen Wagen. Da ist der Orion, ja. Und da, ach Gott, ich habe ja ganz vergessen, dass ihr mich hier gar nicht sehen könnt. Naja, die Sternbilder, die könnt ihr trotzdem sehen. Schaut doch heute Abend mal in den Himmel. Schaut euch das ganz genau an und schreibt mir dann mal, was ihr sehen konntet. Beschreibt mit euren eigenen Worten die Sternbilder und nehmt einen Sternenatlas, dann könnt ihr sie besser erkennen. Ihr könntet euch allerdings fragen, wenn die Fixsterne an einem festen Punkt stehen bleiben, wieso steht dann der große Wagen mal hier und mal da? Na, ganz einfach, die Sterne bleiben stehen, aber die Erde dreht sich. So sehen wir die Sterne immer wieder von einer anderen Blickrichtung aus. Ach ja, wäre es nicht toll, wenn man den Mond und die Sterne selbst erforschen könnte? Ja, nicht immer nur betrachten, hinfliegen müsste man, wie ein Astronaut. Tja, warum eigentlich nicht? Ich könnte doch morgen zur BESA gehen, das ist das Bärstädter Weltrauminstitut, ne? Bärstädter Space Agency, und bestimmt kann mir dort jemand erklären, wie ich Astronaut werden könnte. Ja, das mache ich. Gut, na, damit ich morgen fit bin, werde ich jetzt schlafen gehen. Hey. Das kommt wirklich nicht so oft bei Peter vor, dass er freiwillig früh ins Bett geht. Die Sache scheint ihm wichtig zu sein. Wenn das nicht mal wieder typisch für Peter ist. Es reicht ihm natürlich nicht, über die Weltraumforschung zu lesen und das Weltall mit dem Fernrohr zu beobachten. Nein, er muss sich alles vor Ort anschauen. Fast 15 Jahre lang lieferten sich die USA und die Sowjetunion ein Kopf-an-Kopf-Rennen in der Weltraumforschung. Beide Nationen wollten die Vormachtstellung im All. Jeder wollte sagen können, wir waren die Ersten. Die Ersten, die einen Satelliten oder einen Menschen ins All geschossen haben. Der Wettkampf um die größeren Erfolge hatte einen Vorteil. Die Weltraumforschung machte unglaubliche Fortschritte. Es ist also gar nicht so einfach, in den Weltraum zu kommen. Und das wird bestimmt auch für Peter schwer.
Es ist 10 Uhr und Peter ist bereits bei der Besa eingetroffen. Dem Pförtner hat er sogar überredet, ihn reinzulassen, obwohl noch keiner da ist. Peter ist eben ein Überredungskünstler. Aber hört doch mal, wessen Magen knurrt denn da so laut? Sagen Sie, war das Ihr Magen? Nein, das war Ihrer. Jetzt ist allerdings die Kantine noch nicht geöffnet. Aber an dem Kaffeeautomaten können Sie sich schon bedienen. Ein Kaffeeautomat? Ja, wo steht denn der? Ich denke, Sie helfen hier öfter im Büro aus. Das sagten Sie doch vorher. Oh, oh, Peter hat wohl eine kleine Notlüge benutzt, um in das Besa-Gebäude zu kommen. Tja, Peter, Lügen haben kurze Beine. Der Kaffeeautomat, ja, ich weiß schon, wo er sonst immer steht. Mir hat nur jemand gesagt, dass er umgestellt wurde. Nicht, dass ich wüsste. Der steht hier um die Ecke und zwar wie immer. Das war knapp. Nochmal Glück gehabt. Aber bitte, ich bin drin in der Besa. Naja, und jetzt hin zum Kaffeeautomaten. Naja, da ist er ja. Der Kaffeeautomat. Was kostet denn der Kaffee? Eine Mark. Ja. Nachdem Peter so früh aufstehen musste, hat er natürlich das Frühstück ausfallen lassen. Da kommt ihm eine vorgezogene Kaffeepause ganz recht. Dort kommt noch jemand zum Kaffeeautomaten. Der hat bestimmt auch noch nicht gefrühstückt. Guten Morgen. Haben Sie auch noch nicht gefrühstückt? Doch. Ich wollte nur mal... Hier, wollen Sie ein Croissant dazu? Ich habe gerade beim Bäcker einige gekauft. Auf leeren Magen Kaffee, das machen nicht einmal wir Astronauten. Ach was, Sie sind Astronaut? Ja. Ich will auch Astronaut werden. Ja. Ach was, da haben Sie sicher was vorgenommen. Wieso? Ist das schwer? Naja, um Astronaut zu werden, da muss man eine Menge lernen. Wie heißen Sie eigentlich? Ach, Entschuldigung, ich habe mich noch nicht vorgestellt. Lustig, Peter Lustig. Und Sie? Ich heiße auch Peter. Peter Rosenzweig. Ich kann Ihnen ja mal etwas erklären und zeigen. Ja, das wäre traumhaft. Danach könnte ich mich dann bewerben und vielleicht fliegen wir dann zusammen ins Weltall. Jetzt erst einmal langsam. Was interessiert Sie als erstes? Tja, wie man Astronaut wird. Kommen Sie. Wir setzen uns da auf die Bank und ich erzähle Ihnen, wie man ein Astronaut wird. Astronaut können Männer und Frauen werden. Sie werden anhand eines Tests ausgewählt und bekommen dann eine Ausbildung für Flüge in den Weltraum. Eine wichtige Rolle spielt das Training in den Modellen der Raumstationen sowie an den Schwerelosigkeitssimulatoren. Ich war zum Beispiel in Belgien zur Ausbildung, im Eurospace Center. Die Ausbildung zum Astronauten dauert 2 Jahre. 2 Jahre? Sie wollen mir doch nicht sagen, dass ich jetzt erstmal eine 2-jährige Ausbildung machen muss, um ins Weltall fliegen zu können. Doch, um die Ausbildung kommt man nicht drum herum. 1 Jahr lang dreht sich alles um die Grundausbildung. Die ist fast überall gleich. Danach steht die Spezialausbildung auf dem Plan, die je nach Einsatz und Aufgabe des Astronauten unterschiedlich ist. Es gibt sogenannte Schwerpunkte. Danach wird ausgebildet. Jeder hat dort oben schließlich unterschiedliche Aufgaben zu erfüllen. Da gibt es zum Beispiel den Piloten oder die Truppe, die die Rakete zu Forschungsarbeiten verlässt. Wer seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat, der wird dann einem Flug zugeteilt. Naja, wenn man da einfach zugeteilt wird, dann kann es doch passieren, dass da ein Amerikaner dabei ist, nicht? Oder ein Russe und ein Franzose. Die sprechen doch alle unterschiedliche Sprachen. Ja, aber dafür gibt es die Verkehrssprache und die ist Englisch. Sie haben da vorhin was gesagt von einem Schwerelosigkeitssimulator. Wie sieht denn sowas aus? Wissen Sie was? Wir schauen uns so einen Schwerelosigkeitssimulator im Original an, okay? Und wenn Sie Lust haben, dann probieren Sie die Geräte gleich aus. Ja, prima, mache ich gern. Fein, dann kommen Sie doch einfach mit. Ui, das sieht ja unheimlich aus hier. Tja, und dort drüben steht unser Schwerelosigkeitssimulator. Ja, sagen Sie, warum ist man im Weltraum eigentlich schwerelos? Die Erde, das weiß ich ja, die zieht alles an, das ist die Schwerkraft. Und deshalb fällt ja alles immer nach unten. Aber diese Schwerkraft, die gibt's doch auch noch da oben, wo die Astronauten sind, nicht? Die müssten doch eigentlich auch auf die Erde runterfallen. Nein, die fallen um die Erde herum. Wie? Die fallen? Ja. Stellen Sie sich mal die Erde ganz klein vor. Wie eine Mandarine.
Und darauf steht eine Ameise, die ein Sandkörnchen wirft. Was wird das Sandkorn machen? Naja, es wird einen kleinen Bogen fliegen und dann wieder runterfallen auf die Mandarine, nicht? Wird ja von ihr angezogen. Richtig. Jetzt wirft die Ameise nochmal. Stärker. Naja, dann fliegt das Sandkorn eben ein bisschen weiter und fällt wieder runter. So, jetzt wirft die Ameise aber mit aller Kraft, raketenmäßig sozusagen, das Sandkorn von sich. Dann wird womöglich da, wo das Körnchen runterfällt, die Mandarine schon zu Ende sein. Und das Korn, das fällt dann an ihr vorbei. Ja, trotzdem aber wird es ja angezogen von der Mandarine und macht also eine Kurve. Aber weil es so viel Schwung hat in der Kurve, fällt es nicht runter, sondern immer weiter, immer um die Mandarine herum. Richtig. Und genauso geht's den Astronauten in der Umlaufbahn im Weltall. Sie fallen immer um die Erde herum. Naja, und wenn man fällt, ist man ja immer schwerelos, nicht? Wenn ein Fahrstuhl ganz schnell nach unten saust, dann hebt's einen doch auch so komisch hoch. Dann wird man so ein bisschen schwerelos, nicht? Ein blödes Gefühl ist das, nicht? Ja, kann man wohl sagen. Aber man kann sich darauf vorbereiten. Hier ist zum Beispiel ein Gerät, mit dem Sie die Bewegungen in der Schwerelosigkeit üben können. Setzen Sie dazu aber bitte den Schnurzhelm auf. Sicher ist sicher. Jetzt wird es für Peter ernst. Er hat lauter Gurte um den Bauch und am Rücken wird er nun aufgehängt. Peter kann nichts mehr berühren. Er hängt in dem Gurtwerk völlig in der Luft. Astronauten müssen alles über das Raumfahrzeug und die damit verbundenen Arbeiten lernen. Nichts darf sie beim Einsatz überraschen. Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist die Arbeit in der Schwerelosigkeit. Ein gutes Hilfsgerät, um das zu erlernen, ist so ein freihängendes Gurtwerk, in dem Peter im Moment hängt. Er zappelt wie eine Spinne am Faden. Ich fühle mich wie eine Spinne im Gumminetz, kann mich nirgends festhalten. Das sieht so leicht aus und ist so schwer. Naja, ich fühle mich ein bisschen wie eine Marionette an den Strippen, nicht? Nur da ist keiner, der mich führt. Man muss sich selbst bewegen. Lassen Sie mich bloß wieder runter. Peter sieht fast ein wenig erleichtert aus. Festen Boden unter den Füßen zu spüren, beruhigt. Das kann ich nun also. Bin ich jetzt als Astronaut geeignet? Und kann ich mir denn nun die 2-jährige Ausbildung sparen? Nein. Lassen Sie sich überraschen, was es hier noch so zu erleben gibt. Peter, der Astronaut, führt Peter Lustig weiter durch die Halle mit den verschiedenen Trainingsgeräten. Schauen Sie, das Gerät dort drüben heißt Moonwalker. Bewegungen im Raumanzug sind nicht einfach. Auf dem Mond beträgt die Schwerkraft nur ein Sechstel der Erdschwerkraft. Die erfahrenen Astronauten empfehlen deshalb zur Fortbewegung sogenannte Kängurusprünge vorwärts. So ist die Fortbewegung leichter. Ich würde vorschlagen, ich befestige Sie einmal in diesem abgewandelten Sitz, dem sogenannten Moonwalker. Naja, nur zu. Irgendwie erinnert mich das alles an einen Rummelplatz. Da wird man ja auch überall auf den Kopf gestellt und gedreht und fest durchgeschüttelt. Ich bin schon jetzt gespannt, ob Peter nach dem Besuch hier immer noch Astronaut werden möchte. Die Übungen sehen wirklich anstrengend aus. Jetzt wird Peter in den Moonwalker gespannt. Der Moonwalker sieht aus wie ein Bürostuhl ohne Lehne. Der einzige Unterschied zu einem normalen Bürostuhl ist, dass er seinen Halt nicht durch die Füße, sondern durch die Gummiaufhängung an der Decke erfährt. Peter hüpft übrigens schon angestrengt wie ein Känguru durch den Raum. Eieiei, ist das schwer. Also irgendwie komme ich ja gar nicht so gut voran. Wenn Schwerelosigkeit herrscht, dann dauern die Bewegungen auch immer viel länger. Habt ihr zu Hause ein dickes Gummiseil? Wenn ihr euch das um den Bauch spannt und ein Erwachsener hält das Seil an beiden Enden fest, dann versucht doch mal gegen den Widerstand von diesem Seil nach vorne zu hüpfen. Nee, nicht normal hüpfen, sondern wie ein Känguru, mit beiden Beinen gleichzeitig. Also ich muss euch sagen, ich komme mir etwas seltsam vor bei dieser Übung.
Stellen Sie sich nur vor, wie sich das alles anfühlt, wenn Sie noch einen Astronautenanzug tragen. Dann wird alles noch schwieriger. Sagen Sie mal, meinen Sie nicht, dass ich irgendwo mal so einen Anzug ausprobieren darf? Klar. Wir gehen gleich mal in unsere Kleiderkammer. Da hängen einige Astronautenanzüge. Ja, bitte. Schnallen Sie mich ab. Ich bin genug gehüpft. Aus mir wird nie ein Känguru. Plötzlich gab's einen großen Knall und Peter Lustig flog durchs All, vorbei an Sternen und Planeten. Da sausen auch noch mehr Raketen. Hurra, hurra, ich flieg durchs All. Hurra, hurra, ich flieg durchs All. Leuchtende Wolken, grobe und feine, leuchtende Sterne, große und kleine. Was gibt's im All denn eigentlich noch? Guck mal da, ein schwarzes Loch. Hurra, hurra, ich flieg durchs All. Hurra, hurra, ich flieg durchs All. Was ich hier sehe, das glaub ich kaum. Es kommt mir vor wie ein schöner Traum. Ein großer und ein kleiner Bär und auch eine Löwen gibt es hier. Hurra, hurra, ich flieg durchs All. Hurra, hurra, ich flieg durchs All. Ob's hier wohl grüne Männchen gibt oder ein Androide piept, ich sehe keine. Weit und breit, für ein Rendezvous wär's höchste Zeit. Saus ich hier um den Mond. Die Reise hat sich schon gelohnt. Der Mann im Mond ist heute nicht da. Die Aussicht einfach wunderbar. Ein blauer Ball, der schönste Stern im ganzen All. Hurra, hurra, ich flieg durchs 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 All. Ich flieg durchs All. Peter ist zwar noch nicht von der Erde losgelöst ins Weltall geschossen worden, was er allerdings hier erlebt, das kommt der ganzen Sache schon sehr nahe. Inzwischen ist Peter bei seiner persönlichen Führung bei den Astronautenanzügen gelandet. Na, da wird es ja nicht lange dauern und er zieht so ein gutes Stück an. Die sehen ja aus wie im Film. Sind die wirklich echt, die Anzüge? Natürlich sind die echt. Der Weiße dort drüben wurde sogar schon einmal getragen. Schauen Sie, den alten weißen Schutzanzug trug der Astronaut Alexei Leonow 1965 bei seinem ersten Weltraumspaziergang. Sie können den Anzug ruhig anfassen. Himmel, der ist ja dick und schwer. Der Raumanzug muss den Astronauten vor den extremsten Bedingungen im Weltraum schützen. Früher trugen die Astronauten einen Anzug vom Start bis zur Landung. Das heißt, auch beim Essen und beim Schlafen, eben immer. Heute tragen die Astronauten, außer beim Start, beim Arbeiten außerhalb des Raumschiffs und bei der Landung, ganz normale Kleidung. Die Schutzkleidung hat die ähnliche Funktion wie eine Ein-Mann-Druckkabine und schützt vor Temperaturunterschieden. Wenn man den Helm dazu aufsetzt, bekommt man auch noch Sauerstoff. Ja, wenn ich die Anzüge alle so ansehe, dann würde ich sagen, in den letzten Jahren sind sie etwas moderner geworden. In welchen Größen gibt's die überhaupt? Ein Anzug setzt sich immer aus verschiedenen Teilen in verschiedenen Größen zusammen. So ein Anzug dient als Schutz. Er darf die Bewegungsfreiheit eines Astronauten auf keinen Fall einschränken. Heute werden die Anzüge nicht mehr maßgeschneidert, sondern aus Einzelteilen von verschiedenen Größen zusammengestellt. So,
Ziehen Sie doch den mal an. Also, stellt euch vor, ich werde gleich wie ein echter Astronaut aussehen. Der ganze Anzug ist wirklich ein bisschen schwer. Es ist auch umständlicher, ihn anzuziehen. Umständlicher als ein Overall jedenfalls. Na, was tut man nicht alles für ein Abenteuer im Weltall? Mensch, und schwer ist der Anzug. Unglaublich. Sie sehen fast perfekt aus. Jetzt fehlt nur noch der Schutzhelm. Hier, bitte. Bitte mach doch mal ein Foto von mir, ja? Glaub mir doch zu Hause sonst wieder keiner, dass ich schon fast auf dem Mond war. Klar. Smile. Ich sehe Sie noch ein wenig durch den Schutzhelm. Also, smile. So. Jetzt nehme ich den Helm aber wieder runter. Die Luft da drin ist ja nicht unbedingt die beste. Aber die Luft ist die einzige, die Sie dort oben kriegen. Übrigens, Ihr Foto ist hübsch geworden. Einfach zum Verlieben. Nein, Spaß beiseite. Sie haben ein gutes Bild abgegeben. Aber sehen Sie selbst, hier ist Ihr Polaroid-Foto. Ui, echt stark. Hänge ich mir in den Bauwagen. Bastelt euch doch mal einen Astronautenanzug. Ein Overall, wenn es geht, in weiß. Ein paar Schläuche dran, ein Plastikhelm. Vorne durchsichtig irgendwie, nicht? Und dann schickt mir doch mal ein Foto davon. Meine Adresse steht auf der Kassettenhülle. War das Ihr oder mein Magen? Keine Ahnung, ich weiß nur, ich habe einen ziemlichen Hunger. Kommen Sie und lassen Sie uns in die BESA-Kantine gehen. Während die zwei sich auf den Weg in die Kantine machen, spielen wir kurz das Wissensspiel. Du hast bestimmt inzwischen schon eine Menge über Astronauten und den Weltraum gelernt. Vorsicht, jetzt hagelt es Fragen. Ich stelle dir immer eine Frage und lasse dir Zeit, diese zu beantworten. Dann gebe ich dir die Antwort. So kannst du sofort feststellen, ob deine Antwort richtig ist. Ach, wenn du das Raketenabenteuer mit Peter mit einem Freund oder einer Freundin hörst, dann könnt ihr auch gegeneinander spielen. Das macht auch eine Menge Spaß. Wer als erstes die richtige Antwort gegeben hat, der bekommt einen Punkt. Und wer am Ende die meisten Punkte hat, na, der ist der Gewinner natürlich. Alles klar? Dann kann's losgehen. Wie werden die Menschen genannt, die mit einer Rakete in den Weltraum geschossen werden? Astronaut. Wie lange dauert die Ausbildung eines Astronauten? Die Astronautenausbildung dauert 2 Jahre. Was gibt es alles im Weltall? Im Weltall gibt es zum Beispiel Sterne und Planeten. Warum tragen Astronauten einen Astronautenanzug? Astronauten tragen einen Astronautenanzug zum Schutz. Vor was schützt der Astronautenanzug? Die Schutzkleidung hat eine ähnliche Funktion wie eine Einmann-Druckkabine und schützt vor Temperaturschwankungen. Wenn man den Helm dazu aufsetzt, bekommt man auch noch Sauerstoff. Wann wird der Astronautenanzug getragen? Beim Start, bei der Landung und bei Weltraumausflügen wird die Schutzkleidung getragen. Ist der Moonwalker ein neuer Tanz von Michael Jackson? Nein, das ist ein Übungsgerät für die Schwerelosigkeit.
Wie nennt man im Volksmund den ersten Stern am Himmel? Den ersten Stern am Abendhimmel nennt man Abendstern oder Morgenstern. Wer forscht alles im Weltraum? Alle großen Nationen forschen im Weltraum. Wie bewegt man sich auf dem Mond am besten vorwärts? Auf dem Mond bewegt man sich am besten durch Kängurusprünge vorwärts. So, hast du alle Fragen beantworten können? Also, wenn du alle Fragen richtig beantwortet hast, dann solltest du dir überlegen, ob du später einmal Astronaut werden möchtest. Die beiden Peters sind nun in der Kantine angekommen. Sie können sich nur nicht entscheiden, was wer essen möchte. Was nehmen Sie denn? Mal schauen, was es denn heute so gibt. Ein Astronautenmenü, einen gemischten Salat mit Putenstreifen oder einen Linseneintopf mit Würstchen. Ich nehme den Salat mit Putenstreifen. Na gut, dann nehme ich das Astronautenmenü. Na, passt doch gut zum heutigen Abenteuer. Sagen Sie, was essen denn eigentlich Astronauten im Weltall? Wenn die Astronauten im Einsatz sind, haben sie immer ihren persönlichen Bordkoch dabei. Nein, Astronauten essen Fertignahrung, direkt aus der Packung. Manchmal erwärmen sie auch etwas Fertiges mit heißem Wasser. Viele Gerichte, wie zum Beispiel Fleischbällchen, Cornflakes oder Pudding, schmecken wie auf der Erde. Meist ist alles nur breiig zum Saugen. Bei der Schwerelosigkeit ist es schwer, normal zu essen. Alles fliegt ja herum. Deshalb saugen die Astronauten auch eher ihr Essen. Wenn wir nach einem Ausflug wieder landen, dann freuen wir uns unter anderem auch auf das gute Essen. Das ist immer ein Grund, wieder nach Hause zu kommen. Ja, so. Nun habe ich das Astronautenmenü doch noch runtergebracht. Ja, Astronautenmenü, nicht? Das klang so verlockend. Aber dann, so eine Pampe habe ich schon als Säugling nicht gemocht. Naja, was tut man nicht alles dafür, sich wie ein echter Astronaut zu fühlen? Was war denn da jetzt alles drin? Keine Ahnung. Am besten fragen wir den Koch. Kommen Sie, wir gehen in die Küche. Hey, was macht ihr in der Küche? Ich habe gerade Ihr Astronautenmenü gegessen und ich wollte mal wissen, was da alles drin ist. Wollen Sie sich das wohl zu Hause auch kochen? Na dann, aufgepasst. Sie nehmen 10 große Kartoffeln und kochen diese, bis sie fast von selbst zerfallen. Dann nehmen Sie die Kartoffeln heraus, abtropfen lassen und anschließend mit einer Gabel zu Brei drücken. Jetzt geben Sie 50 Gramm Butter und einen halben Liter Milch dazu. Folgende Gewürze kommen nach Geschmack hinzu. Pfeffer, Salz und etwas Brühepulver. Tja, jetzt fehlen noch die gelben Rüben, auch Karotten genannt. Dann nehmen Sie eine Dose mit jungen Karotten und geben diese in den Mixer. Wenn sie richtig breiig sind, werden sie unter den Kartoffelbrei gehoben. Und nun fehlt nur noch das Hackfleisch. 200 Gramm Hackfleisch in Butter anbraten. Gewürzt wird mit ein wenig Salz. Unbedingt darauf achten, dass das Fleisch locker bleibt und nicht zu Klumpen zusammenklebt. Nachdem alles angebraten ist, kommt das Hackfleisch auch in den Mixer. Das Hackfleischmus kommt dann natürlich auch zum Brei dazu. Jetzt alles kräftig mit dem Kochlöffel umrühren. Sollte alles zu fest sein, dann kommt noch Milch nach Bedarf dazu. Die Konsistenz sollte so sein, dass man den Brei mühelos mit einem dicken Strohhalm trinken kann. So, das war das Rezept und jetzt muss ich weiterkochen. Na, habt ihr mitgeschrieben? Nein? Na, kein Problem. Hört's euch nochmal an. Und dann kocht's. So, jetzt will ich wissen, mit was man da nun eigentlich nach oben geschossen wird. Das muss doch eine unglaublich starke Rakete sein. Ja, das zeige ich Ihnen gern.
Wir haben ein Modell dazu im Ausstellungsraum. Peter ist bei der BESA, um Astronaut zu werden und um zu erfahren, wie eine Rakete funktioniert. Nachdem er jetzt erfahren hat, wie er Astronaut werden kann, wie man sich in Astronautenschutzkleidung fühlt und bereits einige Aufgaben in sogenannten Schwerelosigkeitssimulatoren erfolgreich bestanden hat, steht nun der Raketenbau auf seinem Plan. Unglaublich, was da alles in der Halle mit den Raketen steht. In eine Raumfähre kann man sich sogar reinsetzen und Astronaut spielen. Ein Spielplatz für die Großen und Kleinen. Ich bin sprachlos. Die sehen ja noch viel mächtiger aus, als ich es mir vorgestellt habe. Also, wenn ihr mich sehen könntet neben so einer Raumfähre, ich wirke wie ein Baby neben einem großen Laster. Schauen Sie, eine Raumfähre, also das Space Shuttle, besteht aus drei Hauptteilen. Dem Raumgleiter, dem Treibstofftank und den Startraketen. Der Raumgleiter ist der einzige Teil, der bis in den Weltraum vordringt, die Erde umkreist und die Astronauten wieder zurückbringt. Peter ist nur mit offenem Mund zu sehen. Er ist hin und weg. Ja, und was ist mit den Treibstofftanks? Der riesige Treibstofftank enthält Wasserstoff und Sauerstoff für die Raketendüsen. Die Antriebsraketen sorgen für den nötigen Schub, der das Shuttle in den Weltraum schießt. 2 Minuten nach dem Abheben werden die Startraketen abgestoßen. Nach weiteren 6 Minuten sind die Treibstofftanks dran. Ja, aber wo bleiben denn dann die Treibstofftanks und die Antriebsraketen? Die Antriebsraketen landen im Meer und die Treibstofftanks verglühen in der Atmosphäre. Naja, auch eine Art Müllentsorgung. Und wie landet dann der Raumgleiter wieder sicher auf der Erde? Mithilfe der Raketendüsen kann das Space Shuttle im Weltraum manövrieren. Wenn es wieder in die Erdatmosphäre eintritt, bremst es über die Motoren ab. Das Shuttle fliegt mit 24.000 Kilometer pro Stunde auf die Erde zu und wird dabei ständig abgebremst. Die Raketen müssen abbremsen, sonst würden sie mit den Astronauten im Weltall verglühen. Und mit 344 Kilometer pro Stunde setzt die Raumfähre dann auf der Erde auf. Ach, können wir da nicht mal rein in die Raumfähre? Habe ich es doch gesagt, das hier ist auch ein Traumspielplatz für die Großen. Also, hopp! Tatsächlich, die zwei gehen an Bord. So, setzen Sie sich hier hin und schnallen Sie sich fest. Ich würde vorschlagen, dass ich der Kommandant und der Pilot bin. Sie sind Astronaut. Ist mir egal, was ich bin. Hauptsache, wir heben bald ab. Die Besatzung einer Raumfähre besteht aus dem Kommandanten und dem Piloten, der das Ding fliegt. Außerdem gibt es noch jede Menge Astronauten. Die Aufgaben der Astronauten sind unterschiedlich. Einige führen Weltraumerkundigungen draußen durch, andere sind für die Systeme an Bord zuständig und wieder andere experimentieren. So, Peter, jetzt drücken Sie auf den roten Knopf da. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0. Juhu, wir fliegen. Naja, nicht richtig, nicht, aber das haben die hübsch gemacht hier. Sieht alles echt aus. Abstoß, Raketen vollzogen. Abstoß der Tanks steht an. Peter, schauen Sie dort links. Da können Sie einen Satelliten sehen. Tatsache. Ein Satellit? Einer von unseren kleinen Helfern, die da um die Erde kreisen, wie kleine Monde. Naja, da gibt's ja welche, die nach unten gucken. Und die Erde vermessen und Wolken fotografieren und melden, ob es Waldbrände gibt und was weiß ich. Sehr nützlich. Und dann gibt's die anderen, die ein bisschen weiter weg sind, die immer über einem Punkt der Erde zu stehen scheinen und die Fernsehprogramme verbreiten. Ja, und dann haben wir noch die Forschungssatelliten, die das Weltall ausspähen und von da oben viel mehr sehen können, als wir hier unten auf der Erde. Die sehen mit sehr empfindlichen Teleskopen
noch unermesslich weit entfernte Sterne. Und die Bilder davon schicken sie dann runter an die Bodenstation. Ist ja wirklich irre. Da sitze ich in einem echten Weltraumshuttle, im Astronautendress, und kann mir richtig vorstellen, wie es ist auf einer wirklichen Weltraumreise. Fehlt bloß noch, dass ein kleines grünes Männchen oder ein schleimiges Alien vorbeikommt und winkt. Naja, immerhin gibt es doch Milliarden von Planeten, die aussehen wie die Erde. Da könnte doch... Naja, frage ich einfach mal. Ach, sagen Sie mal, glauben Sie, dass Sie jemals einen Außerirdischen treffen werden? Auf der nächsten Reise vielleicht? Nein, ich glaube nicht. Echtes Leben ist bislang nur von der Erde bekannt. Was allerdings sehr interessant ist, sogenannte Raumsonden haben nicht zu definierende Geräusche empfangen. Es ist also nicht ganz auszuschließen, dass es noch andere Lebensformen im Weltraum gibt. Ob dahinter eine Intelligenz steckt, das ist noch nicht bewiesen. Wir haben Raumsonden zur Forschung ins Weltall geschickt. Was ist eigentlich eine Raumsonde? Raumsonden sind kleine fliegende Forschungsstationen, die auf die Reise geschickt werden zum Mond oder zum Mars oder um die Sonne oder um den Jupiter herum. Sie fotografieren und messen und schnüffeln und schicken dann alles, was sie herausgefunden haben, per Funk zur Erde zurück. Da sitzen dann die Forscher und können sich ein besseres Bild vom Weltall machen. Vorsicht, Feind im Anmarsch! Welche Lebensform können Sie melden, Astronaut Lustig? Es ist der Pförtner von vorher. Sind Sie beide denn völlig übergeschnappt? Sie machen einen Lärm, als wenn die Welt gleich untergeht. Wie ist Ihr Name, Fremder? Paul. Paul Kaiser. Gut, Fremder. Paul Kaiser, wir beamen Sie wieder zur Erde. Nee, nicht nötig. Ich gehe freiwillig. Astronaut Peter, wollen wir wieder landen? Nein, wir müssen noch unsere Mission erfüllen. Welche Mission? Mission Mondbegrünung. Wir müssen zum Mond. Ich wollte da schon immer mal einen Löwenzahn pflanzen. Aber ich weiß schon, das wird nicht klappen. Das wird bestimmt nicht klappen. Nee, wohl nicht. Kann ja auch gar nicht, wenn ich mir es recht überlege. Nicht? Da gibt's ja keine Atmosphäre, keine Luft und auch kein Wasser. Naja, vielleicht doch. Vielleicht gibt's doch ein bisschen Wasser auf dem Mond, in tiefen Kratern. Aber genaues kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich dort war. Ich sage Ihnen dann Bescheid. Danke. Habt ihr nicht Lust, auch mal in einem Raumschiff zu sitzen? Na, nichts leichter als das. Nehmt euch doch mal beim nächsten Großeinkauf jede Menge große Kartons mit und baut euch zu Hause eure eigene Raumfähre. Ihr wisst doch jetzt, aus was so eine Raumfähre besteht. Aus den Antriebsraketen, den Treibstofftanks und dem Raumgleiter. Mit ein wenig Alufolie und Farbe sieht euer Raumschiff gleich sehr spacig aus. Also, wenn ihr euch eine Raumfähre baut, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir davon ein Foto zuschicken würdet. Meine Adresse steht auf der Kassettenhülle. Ich freue mich auf Nachricht von euch. Sagen Sie mal ehrlich, wie stehen meine Chancen, Astronaut zu werden? Tja, ich weiß nicht so genau. Na, sagen Sie schon. Ich glaube, Sie sind zu alt. Als Anfang der 90er Jahre in Europa Astronauten gesucht wurden, da bewarben sich über 20.000. Von ihnen wurden 6 zum Vorbereitungstraining zugelassen. Wer heute Astronaut werden möchte, der muss unglaubliche Fähigkeiten in naturwissenschaftlichen Bereichen mitbringen, körperlich extrem belastbar sein und natürlich vor Gesundheit strotzen. Aber trösten Sie sich. Vielleicht werden in einigen Jahren Reisen auf den Mond oder in das Weltall angeboten. Da können Sie dann bequem als Passagier den Weltraum genießen. Heute werden bereits Sterne verkauft, die man dann zum Beispiel nach sich benennen kann. Da wird es bestimmt nicht mehr lange dauern, dass die Leute, die einen Stern gekauft haben, ihn auch besuchen möchten. Ich kann mir vorstellen, dass der Markt blühen würde. Na, dann lohnt sich doch wirklich noch ein bisschen zu warten.
fliege ich eben später mit Quellermanns Mondreisen zum Krater Kopernikus auf den Mond und übe da Kängurusprünge. Da würden Sie sich bestimmt gut als Reiseführer machen. Ja, klar. Zur Rechten sehen Sie den Mond. Er besteht aus edamer Käse. Die Löcher haben die Mondkälber hineingefressen. Bewegen Sie sich vorsichtig auf der Mondoberfläche. Hüpfen Sie wie ein Känguru und fallen Sie nicht in die Krater. Links sehen Sie die Venus, die sich nicht entscheiden kann, ob sie ein Abend- oder ein Morgenstern ist. Vorn steht der große Wagen, heute falsch geparkt, aber im Weltall gibt es Gott sei Dank keine Strafzettel. Mit der Nummer können Sie auftreten. Die zweite Runde unseres Wissensspiels steht jetzt auf dem Programm. Also zurücklegen und möglichst richtig antworten. Wie vorher, jede richtige Antwort gibt einen Punkt. Startklar? Also, dann. Was essen Astronauten? Astronauten essen meist Fertiggerichte oder Cornflakes oder etwas, was man mit Wasser anrühren muss. Wie viele Kilometer ungefähr entfernt von der Erde kreisen die Satelliten? Circa einige hundert Kilometer, die für uns wichtigen Fernsehsatelliten. Andere kreisen noch viel weiter weg um die Erde. Gibt es im Weltall eine Schranke, nach der die Erdatmosphäre beendet ist und das Weltall beginnt? Nein. Ganz genau kann der Übergang ins Weltall nicht festgelegt werden. Was liefert die Atmosphäre den Menschen? Die Atmosphäre liefert Sauerstoff, den wir zum Leben brauchen, und schützt vor tödlichen Strahlen. Wo solltest du dich am besten zur Himmelsbeobachtung platzieren? Du solltest dich so platzieren, dass keine Lichter auf der Erde stören, und am besten auf einer großen Wiese. Warum ist der große Wagen ein besonderes Sternbild? Schau einmal in deinem Sternatlas nach. Weil seine Hinterachse, 5-mal verlängert, genau auf den Nordpolarstern trifft. Und so erkennt man immer, wo Norden ist. Wenn du die Fragen richtig beantwortet hast, hast du schon eine Menge Voraussetzungen, um Astronaut oder Raumfährenpilot zu werden. Für die zwei Peters ist es Zeit, Tschüss zu sagen. Der Kurzausflug ins Weltall ist beendet. Ja, da stehen sie nun, die zwei. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie wollen sich nicht trennen. Zwei neue Freunde haben sich gefunden. Was für ein Tag. Ich danke Ihnen wirklich sehr für alles. Der Raketenausflug, der hat mir ja am meisten Spaß gemacht. Aber trotzdem, ich werde doch kein Astronaut werden. Das sollen andere machen. Ich werde zu Hause den Himmel lieber wieder mit meinem Teleskop beobachten. Und außerdem habe ich ja noch das Foto. Mir hat der Tag mit Ihnen auch großen Spaß gemacht. Ich muss gestehen, ich hätte Sie gerne als Kollegen. Sollten Sie es sich also anders überlegen, dann lassen Sie es mich wissen. Und vergessen Sie nicht, Ihren Löwenzahnsamen im Garten zu pflanzen, bei Neumond. Ja, das mache ich. Tschüss und vielen Dank nochmal. Gern geschehen. Und vielleicht bis bald einmal. Peter holt sich seinen Schlafsack und legt sich in die Wiese vor seinem Bauwagen. Nachts vor meinem Bauwagen auf dem Rücken liegen und in den Himmel sehen und die Sterne beobachten. Das ist wirklich schön. Im Grunde muss man wirklich nicht ins Weltall fliegen,
um die Sterne zu beobachten, nicht? Gut, wenn in ein paar Jahren wirklich Reisen zum Mond möglich sind oder zum Mars, dann bin ich natürlich dabei. Ich fange jetzt schon mal an zu sparen, denn billig wird so ein Urlaub bestimmt nicht. Aber ganz sicher wird's ein tolles Erlebnis. Ach, ich wollte noch etwas mit dir ausmachen. Wenn du jetzt in den Mond siehst, dann denke mal dran, ich sehe auch in den Mond. Ja. Wir sehen uns dann zwar nicht, aber wir beide sehen denselben Mond. Ist doch toll, ne? Und vergesst noch eins nicht, der Mond ist eine große Kugel, keine Scheibe. Ja, jetzt bin ich müde. Hab ja auch eine Menge erlebt heute. Also, gute Nacht und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt jetzt abschalten, ja, auf Aus drücken. Na, immer noch nicht auf Aus gedrückt, auf Aus abschalten, ja? Na, also wirklich, guck lieber an den Himmel.